Backnang im Rems-Murr-Kreis. Das ist die Heimatstadt von Vanessa Mai. Hier lebt sie. Aber auch die großen Bühnen sind mittlerweile ihre Welt. Mit Ehrgeiz und harter Arbeit hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. 1992 im Schwabenland in Aspach geboren, wusste sie schon bald, dass sie auf die Bühne wollte. Schon als Kind tritt sie mit ihrem Vater, selbst Musiker, zusammen auf. Ihre Eltern haben sie immer unterstützt. Und in einem Brief an den lieben Gott schrieb sie: Bitte lass mich eine sehr erfolgreiche und berühmte Sängerin werden. 2013 war es soweit. Als Frontfrau der Band Wolkenfrei landet sie ihre ersten Hits. 2016 wurde aus dem Trio der Solo-Act Vanessa Mai, die sich nun nach ihrem Geburtsmonat nennt. Sie verjüngt den Schlager, macht ihn frischer, sexier und rast von Erfolg zu Erfolg. Dankeschön, das ist dein Preis. Sie heimst Preise und den Echo für ihr zweites Album ein. Im Juni 2017 heiratet sie ihren Manager Andreas Färber auf Mallorca. Und ihre Fans sind ihr so wichtig, dass sie sie an ihrem Leben auf Instagram teilhaben lässt. Vanessa ganz privat. Am Pfingstsonntag ihr letzter großer Auftritt. Das SWR Open 4 auf dem Stuttgarter Schlossplatz beim SWR Sommerfestival. Da durfte sogar ein Fan mit auf die Bühne. Versuch uns einfach mal. Ich vermisse dich so. Kennst du den? Ja. Du bist dafür und ich dagegen. Und am Ende lachen wir uns an. Der Himmel scheint gegen. Und kein Tag ist so, wie er begann. Ich habe noch zu viele Fragen. Ich habe noch so viele Fragen. Die Antwort bist nur du. Für den 11-jährigen Miguel war das ein Auftritt mit Folgen. Eine Einladung ins SWR4-Studio. Wie war dieser große Moment für dich? Also ich fand das einfach crazy. Ich vermisse dich so. Und genau, deshalb würde ich dich gerne wiedersehen. Und zwar kommenden Samstag. Ich würde dich total gerne auf ein Eis einladen bei mir in meiner Lieblingseisdiele in meiner Heimat. Und nach dem Eisessen in Backnang gab es sogar noch eine zweite Einladung von Vanessa. Würde ich gerne mit ins Studio nehmen mal. Hast du Lust? Ja. Cool. Termin machen wir dann off-camera aus.